Hey Leute, Basketball ist ein cooler Sport. Wir zeigen euch im heutigen Video die 5 besten Basketballspieler aller Zeiten. Viel Spaß! Beginnen wir auf Platz 5 mit Bill Russell. Mit 11 NBA-Titeln aus 13 Spielzeiten gibt es niemanden, der die Platzierung von Bill Russell auf dieser Bestenliste in Frage stellen könnte. Er erfand Abwehrsequenzen und stellte sicher, dass die Verteidigung in einer bis dahin mehr von der Offensive geprägten Liga heute als mindestens zum gleichen Maße wichtig gilt. Weiterhin als der beste Defensivspieler aller Zeiten angesehen, sind seine 11 NBA-Meisterschaften wahrscheinlich der sicherste Rekord aller Zeiten. Er hat auch 5 MVP-Awards. Dies alles zu einer Zeit, als es schwierig war, als Afroamerikaner in einer Stadt wie Boston oder den Vereinigten Staaten zu leben, geschweige denn ein Sportstar zu sein. Bill Russell gewann nicht nur im Basketball, sondern auch im Leben. Als wohl beliebtester Spieler der NBA-Geschichte prägen die Karriere von Bill Russell weitaus mehr als 11 Meisterschaften. Russell erfand den Block Shot und eröffnete den Afroamerikanern Türen in der Liga. Russell ist als der ultimative Gewinner bekannt und auf unserer Liste nimmt er Platz 5 ein. Kareem Abdul-Jabbar hat knapp das Treppchen der besten Basketballspieler verpasst und landet auf unserer Liste auf Platz 4. Kareem Abdul-Jabbar hat 6 NBA-Meisterschaften gewonnen. Er erfand den berühmten und verheerenden Skyhook-Wurf. Er hat die meisten Punkte in der NBA-Geschichte erzielt. Er hat die meisten MVP-Titel in der regulären Saison, die ein Spieler je erreicht hat. Dies sind nur einige der unglaublichen Rekorde, die er hält, die aber durch seinen massiven Einfluss auf das Spiel und dessen andauernde Beständigkeit immer noch in den Schatten gestellt werden. In den 70er Jahren war er der beste Spieler der Liga. Seine Karriere ist legendär und mit vielen Ehren versehen und seine Langlebigkeit in der aktuellen Liga noch lange nicht erreicht. Hier kann man gut sehen, wie außergewöhnliche Rekorde ohne außergewöhnliche Fähigkeiten nicht möglich wären. Kareem Abdul-Jabbar hält den Rekord für die meisten erzielten Karrierepunkte, dank seines legendären Skyhook, der nur äußerst selten daneben ging. Vor allem aufgrund seines bleibenden Einflusses auf das Spiel, seine Persönlichkeit auf und außerhalb des Platzes und nicht zuletzt erwähnte Rekorde verdient Kareem Abdul-Jabbar unserer Meinung nach Platz 4 in der ewigen Bestenliste der NBA. Falls dir das Video bis hierhin gefällt, würden wir uns schon jetzt über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank! Die Bronzemedaille der besten Basketballspieler geht an Magic Johnson. Die andere Hälfte der berühmten Lakers-Celtics-Rivalität der 80er Jahre war Magic Johnson. Wahrscheinlich der auffälligste Spieler aller Zeiten auf dem Platz. Der größte Point Guard aller Epochen begeisterte die Welt mit seinem extravaganten Spielstil zusammen mit den Showtime Lakers. Magic Johnson, der Anführer des Dream Teams bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona, war ein sehr wichtiger Spieler in der Geschichte der NBA. Er sammelte Meisterschaften und MVP-Titel und brachte neues Leben in die NBA. Seine Passkontrolle ist bis heute unerreicht. Mit einer Rekordzahl an Assists pro Spiel war er ein perfekter Point Guard, jedoch mit einem Körperbau eines Centers. In jeder Hinsicht einer der größten Spieler aller Zeiten. Platz 2 hat sich LeBron James gesichert. LeBron James ist der einzige noch aktive Spieler in unserer Liste und daher weiterhin auf dem Weg, den möglichen Status des besten Basketballspielers aller Zeiten in den Augen der Fans zu zementieren. Im Moment spielt er bei den Los Angeles Lakers, nachdem er die meiste Zeit seiner Karriere bei den Cleveland Cavaliers verbrachte. Mit einer sehr erfolgreichen Zwischenzeit bei den Miami Heats als der Big Three mit Dwayne Wade und Chris Bosh. Er hat seinen Platz unter den Top 3 der NBA-Spieler in jeder Liste bereits gesichert. Beinahe beängstigend ist, dass er in seiner 15. Saison eine seiner besten statistischen Leistungen erzielt hat. Seine 4 regulären Saison und 3 finalen MVPs zeigen, welchen Wert er für das jeweilige Team hat, für das er auftritt. LeBron ist momentan zweifellos der beste Basketballspieler der Welt. Was die rein physischen Attribute und das Gesamtpaket der Spieler angeht, gibt es wohl keinen besseren Spieler in der Geschichte des Basketballs. Was den Gesamteindruck etwas trübt, ist die Tatsache, dass er in 8 NBA-Finalteilnahmen nur 3-mal den Titel in den Händen halten konnte. Man muss dabei jedoch bedenken, gegen welche Konkurrenz er dies tat. In seinen 8 NBA-Finalspielen stand er 3 herausragenden Dynastien gegenüber. Darunter Popovichs Spurs, Kobe's Lakers und die Golden State Warriors. Kein anderer Spieler kann behaupten, gegen 3 Dynastien in ihrer besten Form gespielt und gewonnen zu haben.
Der beste Basketballspieler aller Zeiten war Michael Jordan. Es war für uns keine Frage, dass Michael Jordan auf dem ersten Platz unserer besten Liste landen würde. Seine aggressive Spielweise, die hochfliegenden Dunks, die rausgestreckte Zunge und die siegreiche Strategie über die gesamte Karriere machen ihn zu einer absoluten Legende im Basketball. Ähnlich wie Pelé im Fußball, Tiger Woods im Golfsport und Muhammad Ali im Boxen ist Michael Jordan wahrscheinlich der berühmteste Spieler, der in seinem Sport je angetreten ist. Jordan ist eine Basketball-Legende, dem der Sport wie wohl keinem anderen im Blute lag. Der ehemalige Chicago Bulls Shooting Guard gewann den Rookie of the Year in seiner ersten Saison und wurde in seiner Rookie-Saison auch zum All-Star-Starter gewählt. Die Legende von Michael Jordan, wie wir sie heute kennen, begann 1982. Mit 15 Sekunden verbleibend im National Championship-Spiel gegen die von Patrick Ewing geführten Georgetown Hoyas, erbeutete Jordan den Ball und punktete in einem Wahnsinnswurf aus der Flügelposition, um den Sieg für sein Team, die North Carolina Tar Heels, in letzter Sekunde zu erringen. Wirklich der größte Basketballspieler aller Zeiten. Schaut ihr gerne Basketball? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Eure Jungs von Tägliches Wissen.